So, dann mal mit Vollgas in die Werkstatt. Ich würde sagen, da wir uns jetzt am Anfang, schwerfälliges Ding, da wir uns am Anfang befinden, kann man jetzt ein bisschen die freie Fahrt anfangen. Mein Gott. Und dann würde ich sagen, fahren wir erstmal so ein bisschen in der Gegend rum, um einfach mal die Stadt so ein bisschen kennenzulernen. Ja, Pfeil, ich weiß, dass es in die falsche Richtung geht. Ups. Ja, hier sollte man auch nicht durch. Oh, guck mal, ein Wasserpark. Entschuldigung, Mülltonne. Deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach mal mit Vollgas durch das kleine süße Städtchen. Jetzt können wir nämlich auch Autos über den Haufen fahren. Hallo, Kameramann. Hast du mich im Vollbild? Jetzt wohl nicht mehr. Briefkästen. Ist das eine Bushaltestelle? Nee. Da vorne ist eine Bushaltestelle. So, das war eine. So, während ich hier, Bushaltestelle, ein bisschen in der Gegend rumfahre, könnt ihr die Umgebung genießen und ja, Bushaltestelle. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, ich bin ein bisschen verschnupft, es ist mitten in den Ferien und ja, ich bin froh. Die Ferien haben jetzt mal so, ah, komm schon, ich dir gut getan und ich glaube... Ach komm, was soll's, jetzt fahren wir halt zur Werkstatt. Ich glaube, da ist mehr zu sehen. Ja, komm, Pfeil, ich folge dir. Wow, was ist denn das? Hier war ich noch nie. Wand. Noch eine Wand. Telefonzelle. Okay, ja, ich bin schon schneller im Wagen wegen gefahren. Wagen wegen. Entschuldigung. Ich wollte in dieses Taxi. Was? Oh, ach, ist das geil. Die schickt einem echt eine Durchsage. Das finde ich ja jetzt cool. Ach, lol. Das finde ich jetzt lustig. Nee, das ist echt lustig. Ja, okay, Schatz, ich bin auf dem Weg. Bin, ups, habe ich jetzt das Mikrofon berührt? Egal. Hier kann man auch andere Autos über den Haufen fahren. Ups, ups. Oh, verdammt, hier hätte ich abbiegen müssen. Telefonzelle. Hier lang. Entschuldigung, ich hab's eilig. Da wartet jemand auf mich. Da wart. Ich muss hier durch. Wow. Wow, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Bin ich jetzt im Stadtgarten oder wie? Einfach nach oben. Einfach in die Werkstatt. So. Ich glaube, das ist sie. Und noch ein paar Telefonzellen und Brief. Was? Oh, Menno. Tja, egal. Wird schon gehen. Aha, drücke fortfahren. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Der Loser hat wirklich gefunden. Hier ab, kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wo ist die Klotze? Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich mag den Fernseher. Wenn es was Neues gibt. Bis dann. Oh schön, wir fangen ganz unten an. Das Sony. Na, wahrscheinlich telefoniert er gerade mit sich selber. Finde ich doch schön, ja, warum eigentlich nicht? So, unsere Aufgabe ist es, wie besagt, die gelben Zahlen dort zu erfüllen. 3 Rennsiege, 3 erreichte Meilensteine und ich brauche ein Gesamtkopfgeld. Ha, ich liebe Kopfgeld, das ist das Beste, was es im ganzen Spiel gibt. 20.000, das schaffen wir locker. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit einem Rennelchen an. Rennelchen. Ein Rundkurs, ein Sprint und ein K.O.-Sieg.
Minimal, maximal. Hier haben wir sogar ein Kopp-Risiko bei maximal. Aber wir fangen erstmal gemütlich an. Eine Geldprämie von 1500, genau. Also fangen wir erstmal locker flockig an. Bei dem Rennen spielen immer vier mit. Ich bin der vierte, um es mal so zu sagen. Und wir haben alle viel geilere Karren als ich. Wir haben kein Nitro. Warte mal, können wir jetzt in den Rückspiegel gucken? Nein, warum kann ich nicht? Gott verdammt nochmal. Jetzt muss man in den Optionen durchgehen, wo mein Rückspiegel ist. Ich glaube, da ist die Maus kommt nicht mal. Oh Gott. Oh, ja, das Epic Jump. Die Tastaturbelegung ist da irgendwie anders. Muss ich mal in den Optionen nachgucken. Und das ist der geile Effekt. Und zwar können wir hier in Zeitlupe coole Stunts vollbringen. Da driften wir wie ab. Ist aber auch nur beschränkt. Also nach einer Zeit wie jetzt gerade eben hört es dann eben auf. Dann, oh Gott, Fabian. Nee, das glaube ich jetzt. Das glaube ich jetzt aber nicht, Alter. Fahrbahn-LKW. Ah. Nimm dich doch kreuzweise. Ich nehme die Abkürzung ab durchs Gässle. Ja, Schatzi, ich bring gerade den Müll raus. Nein, ich werfe ihn nicht wieder zu den Nachbarn. Und eiskalt überholt. Komm, da holen wir, da rasieren wir noch ein paar Schilder ab. Dann schrotten wir noch die Tankstelle. Ja. Alltag. Mach ich jeden Tag. Ist bei mir ein gewöhnlicher Sonntag. Der Montag sieht da nicht so actionreich aus. Also da ist es mehr so in der Gegend rumgegammelt. Hey, das war die Polizei. Ich hab da gerade Polizei. Meine ich oder halluziniere ich da schon wieder bei etwas? Es. Njung. Gut, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also, die Anfangsrennen sind dann etwas langweiliger. Ich kann hier ein bisschen. Wir können mal gucken, welche Höchstgeschwindigkeit ich erreichen kann. 200, 220, ja, fast 220. Komm, da geht mehr als 220. Wow. Ich kann fliegen. Komm, wir schaffen. Also, das war schon das Ende vom Rennen. Gut, wir haben 1500 gewonnen und das war ja sehr schön. Ja, das ist genau das, was sie uns vorhin auch gesagt hat. Das erkläre ich dann nochmal. Das sagt uns jetzt, der Rock ist ja schön. Das ist mir jetzt egal. Gut, jetzt können wir weiterfahren. Den Highway mag ich am meisten, weil A, man am meisten Geschwindigkeit aufbauen kann, B für Verfolgungsjagden am besten geeignet und C, man muss nicht immer auf die Ecken und so aufpassen. Hier kann man schön weit ausholen und ja. Nein, jetzt einmal mit dem Highway rauf und runter. Oder A, da vorne ist gleich das nächste Rennen. Ich glaube, das machen wir dann auch gleich, damit irgendetwas Spannendes passiert. Basierend auf dem Passierenden. Und tschüss. Also ich will zwar so sagen, ich bin kein Verkehrsraudi. Ich habe es die ganze Zeit nur eilig. Das ist der K.O.-Ding. Das heißt, das machen wir jetzt. K.O.-Ding heißt vier Rennfahrer und nach einer Runde fliegt immer der Letzte raus. Und am Ende ist nur noch einer übrig, der dann eben gewonnen hat. Und das werden wahrscheinlich wir sein. Und zwar mit Vollgas. Gott, wie ich das Nitro am Anfang des Startens. Hey, hey, hey. Das ist unfair. Hey, der hat meine Bushaltestelle mitgenommen.
Jetzt bin ich böse. Nein, das ist meine Bushalte. Alter. Wir machen mir all meine Bushaltestellen kaputt. Ja, tschüss. Hey, komm, du pinker, schwuler Flitzer da vorne. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich. Du hast gar nichts zu tun, als hättest du noch nichts Geschwindigkeit. Ich hab die höchste Geschwindigkeit. Kaum ist man an der Spitze, ist es schon nicht mehr so spektakulär. Ja. Was einem auch nach der Zeit auffällt, ist, dass der Highway während Rennen immer absolut leer ist. Das ist einfach so, dass man nicht gegen jeden gegen jedes x-beliebiges Auto fährt und dann nur noch einen Scheiß zusammenfährt. So. Ja, da steht jetzt auch... Oh Gott, diese Ecken. Da steht jetzt, dass der letzte eben rausgeflogen ist. Das ist der vierte, der Tinker. Dann haben wir den Kaiser und den Twix. Oh, guck mal, eine Zeppelin. Entschuldigung. Und los. So, gleich fliegt der nächste raus. Während wir gechillt, weiter an der Spitze. Der Twix. Twix ist rausgefallen. Entschuldigung. Den vernasche ich später. Ganz himmlisches Grinsen. So, und jetzt fahren wir ganz gechillt ins Ziel. Ganz gechillt. Entschuldigung. Einmal noch um die Ecke und dann eins der langweiligsten Rennen. Okay, ich verspreche, ich mache jetzt ein etwas spektakuläreres Rennen, weil da kommt noch die Polizei zum Einsatz. Aber da wir gerade so ein schönes Tempo haben, fahre ich gerade mal damit weiter. Und da vorne ist auch schon das nächste Rennen. Da fahren wir gleich mal direkt hin. Irgendwo in der Richtung. Mein Gott, was müssen die Leute aber auch in ihren Hinterwagen immer so viel Zeug stellen? Und gegen den einzigen Pfosten, der da rumsteht. Oh mein Gott. Ach Gott, ich sollte mich schämen. So, jetzt aber da vorne. Blaues Fähnchen, ich komme. No. Leute, das fährt ihr mir aber auch immer vor die Stoßstange. Ich glaube, wir müssen hier abbiegen. Und es fängt an zu regnen. Und Rundkurs mit maximalem Kopfrisiko. Also jetzt annehmen.